Am Wenningstädter Kliff tut sich was. Mit dem symbolischen Spatenstich ging es endlich los. Das seit so vielen Jahren geplante Haus des Gastes wird nun endlich gebaut. Die ersten Arbeiten wurden vorgenommen. Der Erdaushub hat begonnen. Noch vor dem Winter wird das Kellergeschoss fertiggestellt. In den ruhigen Herbstmonaten werden die Bauarbeiten weit weniger störend sein als im Sommer. Der Arbeitsbeginn ist also gut gewählt.